So, herzlich willkommen Leute zu Tripwire LP, eure Seite auf YouTube für Let's Plays und Gameplays. Ich hoffe, ihr seid extrem drauf gespannt, wie ich jetzt gerade bin, auf Unity of Command. Ich habe es vorhin auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen, bei Jingles with Jingles. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein englischer World of Tanks, Warcraft, so Kriegs-, Zweiten Weltkrieg, panzermäßig. Fanatischer Mannequin auf YouTube, der extrem sich mit solche Genres auskennt und Videos davon macht auf YouTube. Und habe ich mal das Spiel auch bei Steam gekauft, kostet gerade irgendwas mit 19 Euro Access und mit zwei DLCs gibt es zu zweit. Nicht schlecht, finde ich, aber ich spiele es einfach mal vor euch mit als Let's Play und schieße sofort los. So, was spielen wir jetzt? Operation Barbarossa, New Campaign. So, wie ihr sehen könnt, hier vorne, ja, ganz normale Karte von, ja, hier Deutschland, hier Russland, Polen, Tschechien und so weiter und, ne, Italien und, ach, gibt's ja Türkei und, ach, was will ich alles. Ist alles egal, unsere Aufgabe ist jetzt in diesem Spiel die deutsche Armee zu führen, in Operation Barbarossa. Ich kann jetzt, was spiel jetzt? Ich spiele jetzt einfach mal... Army Group North spiele ich mal. Ja. So, ich habe 17 Panzer, 133 Leute, 24 Panzer, 49 Leute haben die. Also bin ich etwas im Vorteil. Und springen wir sofort weiter. So. Okay, ich habe jetzt hier meine Panzer. Ich kann nicht, weil ich habe jetzt... Ich will nur zocken. Einfach nur zocken. Und weil ich habe so lange auf die gewartet. Und, okay, die habe ich jetzt mit dem Luftangriff erstmal kaputt gemacht. So, ich muss zusehen, dass meine Panzer so schnell wie möglich hier durchkommen. So, ich schicke hier hin. Okay, warte mal. Die schicke ich auch hin. Mein Gott, geh weg. So, du bist weg. So, dich kann ich jetzt nochmal. So, erstmal hier von hinten. So, los geht's. Panzer sind durch. Ich kann hier durchflutschen. Super. Euch schicke ich auch hier vorne durch. Ja, dahin. Du kommst hier hin. Greifst da mal an. Da kann ich nicht hin. Du greifst da. So. Jetzt schicke ich dich, Panzertyp. Okay, du bist auch nicht schlecht. Con. Okay. So, ich kann hier bestimmte Leute verstärken. So, der hat das gekriegt. Der hat das gekriegt. Und die haben das gekriegt. Und die wollte ich gar nicht. Egal. Hier hin. Angreifen. So, ich muss gucken, dass ich ziemlich schnell dessen ja, Fuel des Fuel Depots oder Fuel Lines. Versorgungsadern, wie man auf Deutsch sagt. Ne? Wie ihr sehen könnt, hier ist mein Depot. Straße kann ich entsprechend Verstärkung, Munition und so weiter sofort entsprechend hinschicken. Und desto weiter meine Soldaten, die von der Straße entfernt sind, länger braucht es, bis die Ressourcen bei mir ein. Okay, die können meine Ressourcen, indem sie, sag ich mal, einfach hier die Straße durch abbrechen oder die vorne, dann kommt hier nichts mehr hin. Also muss ich halt entsprechend aufpassen, dass hier nichts. Nichts abgeschnitten wird. Vorsichtig sein. So, euch schicke ich mal hier rüber. Ihr könnt sofort hier angreifen. Zack, gleich mit denen. So, ihr bricht da vorne durch. Ihr kommt auch sofort da durch. Und du kannst auch dahin. Du greifst jetzt den. Und du gehst da oben hin. So, ich werde mal die Runde beenden. Ja, end turn, ja. Yep. Dankeschön. So. Ja. Ja. Das ist dann für mich das Langweiligste in dem Spiel, dieses End-Turn und dann warten und warten und warten und warten. Aber naja. Aber ganz im Ernst, Jungs, wenn ihr sowas noch nie gespielt habt und ihr habt Bock drauf, sowas zu zocken, es gibt viele andere Spiele, die extrem schwer sind von den Aufbau, von den da irgendwas bauen und da Ölfelder bauen. Es ist ein sehr kompaktes Spiel und es kann richtig im Detail richtig schwer werden.
Und das Spiel hier, Unity of Command, ist super geil für Einsteiger. Also Jungs, ihr könnt, ich weiß nicht, ihr könnt euch richtig austoben hier. Um einfach, ach guck mal hier, perfekt. Geile Beispiele, ihr seht das. Hier vorne sind meine Einheiten, hier vorne. Zack, abgeschnitten. Kein Sprit mehr, aber das hält nicht lange. Panzer brechen auch sofort durch. Hinterhalt. So, ich guck mal, wie ich jetzt hier durchkomme. Egal. Dann werde ich den mal auch einfach opfern. So. Ich muss auch nur gucken, dass meine Panzer, dass ich hier ziemlich schnell hinkomme. Weil desto länger ich brauche, desto schwieriger wird es natürlich. Ich habe auch nicht so viele Runden Zeit, um mein Ziel zu erreichen. Da muss ich mich etwas beeilen. Damit hast du auch nicht gerechnet, oder? Kann ich den noch, da, den kann ich noch bewegen? Den kann ich nicht bewegen. Den kann ich nicht bewegen. Oh, ich packe ihn schon mal hin. So, auch hier vorne hin. Den schleppe ich so. Und jetzt geht es einfach nur. Attacke nach vorne, gib Gummi. So, Runde ist beendet. Nächste Runde startet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die darauf antworten. Die verpissen sich. Er hat auch Angst. Er hat Angst. Die verziehen sich. Er auch. Er sowieso. Was macht er da oben? Okay. Also, sich schnell wie möglich diese Brücke hier oben. Und nicht mich großartig hier. Und desto länger ich mich hier aufhalte, desto länger brauche ich, um da hochzukommen. Okay, zack, da hoch. So. So, Jungs, ihr geht da oben hin. Da hin. Da oben hin. Da hin. So, ihr greift den an. Du gibst Gas. Du schießt einfach vorbei. Und du auch. Du kommst hier hin. Dahin. Also wie ihr seht, könnt ihr gucken, dass ich wie so Blitzkrieg-Taktik finde und einfach die restlichen ja, heranfolgenden Infanterieeinheiten, die Restinfanterie einfach ja angreifen lasse, weil warum soll ich mich jetzt hier großartig aufhalten, wenn ich ungefähr 9 oder 9 oder 10 Leute hinterherkomme? So. Muss halt nur zusehen, dass ich nicht zu viele Leute, was heißt denn zu viele Leute, zu viel Material und zu viel Ressourcen dafür aufbrauche, um mich frei zu halten. So, ich muss ziemlich schnell zusehen, dass ich hier hochkomme, mein Ziel erreiche, aber auch zusätzlich noch meine Ressourcen, also meine Straßen frei halte. Und entsprechend sauber. So, ihr könnt dahin. Ihr könnt da alle hin. So. Zack. So, nächste Runde ist er weg. Der ist schon jetzt weg. Okay, aber ich kann nicht rüber. Egal. So, kann ich hier irgendwas machen? Ich könnte den angreifen. Mario. So, weg mit dir. Ach nein, wollte ich gar nicht. So. So. Movements, die ich machen könnte. So, wie ihr sehen könnt, meine Hauptarmee ist Richtung hier vorne. Und mein Hauptschlachtpunkt ist die zwei Panzer und diesen zwei mobilisierte Einheiten, die gehen Richtung Stadt. Und die beiden, sobald die fertig sind, preschen hier durch eine Wüste oder durch eine Prärie. Und die werden ganz langsam die über die Brücke überschieben und hochgreifen. So, weiter geht's. Nächste Runde. So, gucken, wie es läuft. Der geht da oben hin. Der geht da hin. Okay. Gucken wir mal. Okay, Stadt ist weg. Oh ne, da ist noch einer. Okay.
Alle Versuchen so von mein Gott. Versuchen von jeder möglichen Angriffsseite einfach anzugreifen. Also, desto hinter vor hinter den Typen. Egal, einfach nur Hauptsache, man hat den kaputt gemacht. Tada, gewonnen. Und er kann keinen mehr ärgern. So, man marschieren hier vorne hoch, um wie gesagt die Stadt zu einzunehmen. Ich versuche jetzt erstmal hier. Zack. So, die rennen jetzt alle hier hoch, weil die wollen alle über die Brücke, alle hoch. Weil an der Straße kann man besser marschieren als durch Karpaten. Natürlich ist da etwas hier staubbelastet hier vorne jetzt. Aber ich versuche mein Bestes, die Leute, die Jungs hier schnellstmöglich wieder ins Gefecht reinzubringen. So, nächste Runde. So, okay, der geht hier runter. Okay, der hier versucht den. Ah, guck mal. Zack, weg ist er. Eingenommen. So, Leute, über der Brücke. Ja, zack. Shit. Links, rechts, Attacke. Komm, jetzt los. Okay, er kann links wohin. Hier ist alles voll. Ich kann hier was sortieren. Also wirklich weiter komme ich jetzt gerade nicht. So, egal. So, Panzer hoch. Angreifen. Okay, er kommt nicht ganz dran, aber egal. So, weg mit dir. Ihr geht voran. Einfach Attacke. Gib Gas, gib Gummi. So, Runde Ende. Ihr seht, die Runden gehen jetzt ruckzuck, weil halt die Karte extrem klein ist und hier passiert nichts. Ich habe auch viel, nicht viele Einheiten. Die Gegner haben noch nicht viele Einheiten, also geht das ruckzuck. Und eigentlich könnte ich auch die Jungs hier unten stehen lassen. Aber ich presche jetzt hier durch. Und mach die alle platt. Platt. Kann ich die irgendwie wegbewegen? Hier rum. Dahin. Ach, ich brauche die ja mal. Ich lasse hier mal unten stehen, mein Gott. So, nächste Runde. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So, Turn 8. Patz, weg mit dir. Patz. 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 Dahin. So, Decisive Axis Victory. Also mein Score ist 250 zu 400. Okay, ich habe Prestige, 50 Prestige gewonnen. Weiter geht's in der Kampagne. Bin mal gespannt. So, ich beende erstmal diese Aufnahme, weil bevor ich jetzt die nächste Runde anfange und da mittendrin aufhöre, wäre scheiße. Also, ich muss sagen, Dankeschön für Zugucken. Episode 1 von Unity of Command. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr auf sowas steht, kauft es euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist richtig, richtig gut. Ja, mehrere Folgen werden jetzt folgen. Episode 1 war gerade Army Group North, danach kommt Center und dann South, bis nach Stalingrad und werden die Russen bekämpfen. Ne? Also so schlechter deutscher Impression, aber egal. So, danke fürs Zuschauen. Bis später. Adios.